Gut, dann werde ich die Lagerhäuser ausfindig machen und gucken, wem die gehören. Vielleicht sollten wir uns erst die Söldner besorgen und dann beschlagnahmen. Ja, Rafim, darum kümmert ihr euch. Sorgt mir dafür, dass wir ein paar kräftige Hände haben. Wie viele wollt ihr? Wie viele könnt ihr denn bezahlen? Ich dachte, das läuft hier über den Reichsgroßgeheimrat, Gareth. Wir werden es wohl erstmal für ein, zwei Tage vorstrecken müssen, bis die Sache durch ist. Alleine vorstrecken. 20 Mann, vielleicht plus ein Anführer. Gut, gebt ihnen die Hälfte im Voraus und macht 50 draus. 50? Den Rest kriegen sie hinterher. Okay, wie kampfstark. Müssen nur übel aussehen und einen Knüppel halten können. Na gut. Ich guck mal, was ich finde. Wir wollen nicht den Hafen von Boran stürmen, Rafim, wir wollen nur ein paar Tobria bei Stange halten. Es ist immer besser, die besseren Söldner zu haben. Und mehr. Und die werden mehr sein, also müssen wir die besseren haben. Aber ja, ich schaue mich um. Ömer, kannst du mich dahin führen? Ich finde in dieser gottverfluchten Stadt nichts. Ich muss mich jetzt leider selber darum kümmern, hier die Lagerhäuser zu finden und Leute zu fragen, wem die gehören, dass ich dann hier in die falschen Leute gerate. Das kann ich jetzt. Dann habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Ich frage ein Straßenkind. Das funktioniert doch eigentlich immer. Ja. Wo sollen die Söldner sich denn sammeln? Am besten hier, oder? Wenn sie in die Stadt kommen. Für Protz kriegst du doch einen Apfelkuchen oder Kekse. Vor der Tür natürlich. Nein, nein, ihr habt recht, hier ist kein Platz. Was denke ich nur? Was denke ich nur? Also wenn ihr wollt. Die werden auch gar nicht mit Waffen in die Stadt einfach so reinkommen. Sagt ihnen, sie sollen sich beim Chortempel erst einmal sammeln, wir werden sie dann dort absorgen. Das würde ihnen auch gefallen, dann können sie einen halben Tag noch auf dem Hintern sitzen. Isarun und Karinor, könnt ihr euch in Rosskuppel in den Tempel mal umhören, ob wir dort irgendwelche Unterstützung bekommen können? Sicher. Wunderbar. Ich denke, das sollte möglich sein, ja. Dann werde ich zusehen, dass ich bei der nächsten Gelegenheit bei Panikon aufschlage und ihm aus dem Kreuz leiere, was ich leiern kann. Damit trennt ihr euch und geht dann wieder zu eurer Herberge, Unterkunft, bis wir dann den 28. Fex schreiben. Noch ein Tag bis zum großen Turnier. Ein Tag habt ihr noch. Wie geht das weiter? Wollt ihr euch noch einmal treffen oder geht ihr von da aus, wo ihr gerade seid, gleich los? Jeder hat irgendwie eine Aufgabe. Fangen wir mal mit Abelmir an. Also ich würde zuerst natürlich mein Pferd versorgen, früh morgen füttern. Zusehen, dass es gut steht, also gut untergekommen ist, vernünftig versorgt wird. Zur Not würde ich auch Frau Putz anweisen, vielleicht zweimal am Tag irgendwie das Pferd zu füttern. Ja, also dem Pferd geht's gut, wenn du damit jetzt nicht reitest. Also einen besseren Lebensabend kannst du diesem Pferd auf alle Fälle nicht bieten, als jetzt hier in dieser Box zu stehen. Vielleicht ist Witwe Putz sogar noch so dankbar und geht dann ein paar Meilen noch mal nach Süden oder sowas, nach Eschenrod. Aber ganz generell bist du so der Meinung, was Besseres kannst du diesem Pferd nicht bieten. Gut, danach würde ich mich zum Seelander aufmachen und hoffen, dass ich dort den Prinzen Hagrobal Gundwin, Prinz vom großen Fluss, antreffe. Wirst du nicht, aber du darfst gerne mal eine Etiketteprobe würfeln. Vielleicht wissen die Leute vom Seelander ja, wo man diesen Prinzen antrifft. Dies habe ich nicht geschafft. Ja, die wissen wohl nicht, wo der Prinz sich aufhält. Bei ihnen ist er nicht gemeldet. Dann würde ich mich Richtung Raya-Tempel begeben. Raya-Tempel, okay. Mhm. Hattest du da noch einen Termin mit Kiaras oder wolltest du das alleine machen? Ich hatte keinen Termin und ja. Ich wollte trotzdem gerne mitkommen. Er wird wahrscheinlich irgendwo sich am Tag bei mir rumtreiben oder sich melden. Ja. Und dann würden wir wahrscheinlich gemeinsam hingehen. Du möchtest einfach nur wissen, wie man sich mit Pferden oder ja, was möchtest du generell wissen? Wie man dieses Pferd sozusagen wieder heilt, diese Lahmung beheben könnte, wie man Pferde verpflegt generell, was man tun muss, wie man Pferde hält, etc. Ich habe von Pferden gar keine Ahnung. Ja, also sie werden dir erzählen, dass wenn das Pferd blind ist, und das nicht irgendwie durch den Kampf geschehen ist, dann ist das vielleicht eine Altersblindheit. Es könnte aber wie gesagt auch durch Kampf sein, gerade wenn das ein Ritter war. Und wenn das Pferd lahmt, dann wird es sicherlich auch eine Verletzung am Fuß gehabt haben. Und das kann man schnell beheben, wenn man mal sowas wie einen Balsam hat oder auch eine Liturgie zur Hand hat, dann kann man das verhindern. Aber wenn das eben schon passiert ist, dann ja, kannst du dem Pferd einfach nur noch einen schönen Lebensabend bereiten. Okay.
Nun, so, so viel dazu. Ja. Kurzer Geistesblitz. Du bist ja nicht ganz sicher, ob es ein Geistesblitz ist, aber Jalan, hatte der nicht mal Teriyak? Vielleicht hilft das. So einem Pferd Teriyak zu trinken. Hm. Na gut. Wirklich. Wenn ich ihn am Raya-Tempel auch nicht antreffe, den Prinzen, würde ich mich dann wahrscheinlich Richtung Turnierplatz begeben. Gut. Ja, auf dem Turnierplatz wird, wie gesagt, alle halt los sein. Viele Leute, viele Wappen, die da aufgestellt sind, viele Schilde, vor allem auch viele Zelte, die da aufgeschlagen werden. Für jedes einzelne Schild ein einzelnes Zelt. Eure fehlen noch. Aber wenn du dann über den durch die alte Residenz läufst, vor einem Tag dann auf der Vorderseite eingelassen, die allerdings jetzt abgesperrt, auch über eine große Mauer, da wirst du dann nach einigem Herumstolzieren auf Prinz Hagrubal treffen. Der kommt dann auch auf dich zugelaufen, erkennt dich wohl, wahrscheinlich an deiner Zier, an deinem Wappen, kommt dann auf dich zu, ein großer, bärtiger Kämpel in Ritterrüstung, Kettenhemd umgelegt, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, mächtiger Schulterpanzer, neben ihm an seinem Zügel ein kräftiger Fuchs, ein Schlachtross. Eure Exzellenz, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ah, Abelmir, mein Freund. Ah, ich habe schon viele Geschichten von euch gehört und ich wollte euch einfach kennenlernen, bevor wir uns dann auf dem Turnier einmal mal sehen und dann in Zwist und Hader auseinandergehen. Aber hier haben wir unsere Streitigkeiten ja sicherlich beiseite gelegt, nicht wahr? Er klopft dir auf die Schulter und du merkst auch, dass er ist echt kräftig. Gehst du so ein bisschen in die Knie, kannst dann nochmal durchdrücken. Ah, gut. Ja, ich hatte gehofft, dass ihr mir so ein paar Geschichten erzählen könnt von eurer Drachenjagd und welche Frauen ihr in Tobrien so gehabt habt. Bin immer so ein bisschen auf der Suche nach ein paar exotischen Damen und Frauen. Und, da kann ich mir ja schon mal vorstellen, dass ich aus so einem alten Campen wie euch... er hat sicherlich viel Erfahrung. Kommt, setzt euch doch in mein Zelt. Wir können uns ein bisschen zusammensetzen, Schweinebraten essen, noch ein guten paar Borntorfische... so eine schöne Suppe, die ich da habe, und dann erzählen wir uns ein paar Geschichten. Sicher. Bei diesen Frauengeschichten kommen erstmal Fragezeichen, woher er Geschichten kennt und von wem diese Geschichten stammen, aber das wird sich vielleicht zeigen. Er selber kennt keine Geschichten von dir, aber er möchte sich gerne welche anhören. Er erzählt dann selber auch von Leuten, die er hatte, war natürlich auch in Torwalen, hat er dann mit drei Torwalerinnen, hat er dann wohl laut seinen Berichten was gehabt. Er erzählt wohl auch im Horasreich, in Belhanka hat er wohl auch einen Kerl, sagt er, das ist ihm auch gar nicht peinlich, und ist wohl schon überall rumgeritten, vor allem auf Turnieren, und wird auch guter Sauerbraten gereicht, also ja, hier so ein Gareth. Du überlegst, ne, das ist richtig Zivilisation, ist vielleicht sogar ein bisschen besser noch als im Horasreich, auch wenn es ein bisschen fettiges Essen ist, aber guten Ellenwiener Wein kann er dir dann bringen, und dann sitzt ihr so ein bisschen zusammen in seinem Zelt und könnt gemeinsam Helden- und Rittergeschichten erzählen. Ja, ich würde ihm wieder erzählen, was ich so erlebt habe in Yolgomak. Vielleicht ein wenig ausschmücken das Ganze nach horasischer Manier. Den Drachenkampf natürlich in allen Farben und Formen erzählen. Ja, du warst natürlich derjenige mit dem letzten Schlag, ne? Zudem. Aber, na gut, da waren ja ein paar andere noch bei, aber das muss er ja nicht wissen. Wie auch immer, ich werde ihn unterhalten mit bester horasischer Manier. Ja, gerne. Würfel mal eine Überzeugenprobe. Oder Geschichtskenntnis, kannst du auch gerne machen. Und dann, selber deine Geschichte zu erzählen. Nicht so sehr, um sie selber wiederzugeben. Oder sagen, und Legenden würde natürlich auch gehen, je nachdem, wie viel Torwaldsche Legenden du da noch reinwebst. Dann würde ich lieber sagen und Legenden würfeln. Gar nicht so gut. Ja, ab und zu mal ein Stocken, ab und zu mal, aber er hört dir zu, erzählt, wie gesagt, selber, vor allem von seinen Turniererfahrungen, die er hat. Ich würde das Gespräch unauffällig auf die Lage der Tobria in Nordgareth, sprich Roskippel, lenken. Und ja, was für Elend dort herrscht und ob er nicht bereit wäre, einen kleinen
winzig kleinen Obolus zu spenden, um die Lage seiner Mitgaretha zu lindern. Ja, der Prinz besäuft sich auch leidenschaftlich. Ist natürlich die Frage, wie gut du da mithältst. Oh, trinken ist nicht so meine Vorzug. Zechenprobe. Ja, Sekunde. Wo ist eigentlich Zechengesellschaft, oder? Körperlich. Ach, körperlich, okay. Das wird schwierig. Ja. Das ist kein Schicksalspunkt, ne? Nein, er trägt mich wahrscheinlich fürchterlich unter den Tisch. Möchte einer der anderen einen Schicksalspunkt dafür geben? Die 19. Ich habe leider keinen. 3, 2, 1. Ja, komm, was soll's, ich gebe ihm einen. Alles klar, Kiaras opfert sich für die Gruppe. 19, darfst du mal neu würfeln? Ahmad hat sich für die Gruppe geopfert. 4 Punkte mehr, dann reicht, hast du plus 0. Plus minus 0. Genau. Ja, dann ist er bereit. Würfel mal einen W20. ...160 Dukaten wird er geben. Ja, gut. Also, Mann. Wird er... also er gibt dir dann irgendwie nach und nach... kannst du ihm dann aus dem Kreuz leihen. Das hat er natürlich jetzt nicht im Zelt. Aber er wird dir dann irgendwie einen Scheck aus der Nordlandbank oder sowas ausstellen lassen. Wird dann die Tage irgendwann kommen. Ja, wie gesagt, wir würden ihn weiter zuprusten. Wahrscheinlich probieren, meine Hälfte immer etwas wegzuschütten unterm Tisch. Wenn es geht. Oder in die Pflanzen. Gut. Und ja, dann wahrscheinlich trotzdem sturzbetrunken zurück zu Witwetprutz gehen. Ja, nee, das wird den Abend lang dauern. Gut. Kannst dich bei Kiaras bedanken. Isarun, was tust du? Ich treffe mich mit Kiaras und dann gehen wir zum Piraine-Tempel in der Rosskuppel. Ja. Ja, ich hole sie in aller Früh in der Akademie ab. Gut, der Piraine-Tempel der eingebrachten Ernte. Ihr könnt dann den Weg wieder antreten, ist euch natürlich von dem gestrigen Tage irgendwie bekannt. Könnt euch da dann durchfragen. Beim Piraine-Tempel selber wart ihr nicht, aber das wird euch dann schon gelingen. Ja, und so trefft ihr dann beim Piraine-Tempel ein. Ja, ich frage auch das ein oder andere Mal mehr nach und gebe hier und dort den Leuten natürlich einen Heller in die Hand. Ich bin großzügig. Genau, ich mache das Gleiche, besonders wenn da mir irgendwelche Kinder auffallen. Ja, dann gleiche ich so ein bisschen ab von den ganzen Antworten, die wir bekommen, in welcher Richtung ungefähr der Tempel sein sollte. Direkt am Würselbach, umgeben von einem Garten mit Heilkräutern und Apfelbäumen, liegt der größte Piraine-Tempel Rosskuppels. Das mit Szenen aus dem Ackerbau und heilkunstverzierten Fachwerkhaus besitzt einen steinernen Eckturm, in den sich die Bewohner der umgebenden Nachbarschaft vor Überfallen in Sicherheit bringen können. Warum wohl? In friedlichen Zeiten bringen hier die jungen Hüter der Saat, Pereinfried segensreich, zusammen mit seiner Frau Selinde, auch dieser Name ist euch auch schon einmal untergekommen, hier Kindern die Grundlagen der Heilkunst näher, sodass ihr dann so 5, 6 Kinder hier erkennen könnt, definitiv tobrisch, denen dann an einer Puppe, die hier Heilkunst beigebracht wird. Wir können dann auch so sehen, dass die Kinder da ziemlich viel Spaß haben. Vor allem hat sie dann auch so eine. Es gibt da einen kleinen Schlauch, den könnt ihr sehen, der führt da wohl weg und da wird dann rote Flüssigkeit durchgepumpt und wenn der gute Pereinefried auf so einen kleinen Blasebalg drückt, dann spritzt dann so ein bisschen rote Flüssigkeit entgegen. Die Kinder tanzen da umher und haben auch ein bisschen rote Farbe im Gesicht. Das ist natürlich kein Blut, aber es ist halt rotes, eingefärbtes Wasser. Wenn ihr dann auf die hinzutretet, wird Piraine-Fried seiner Frau diesen kleinen Blasebalg in die Hand geben und schaut euch an. Piraine zum Gruß. Raya zum Gruß, wie kann ich euch helfen? Piraine zum Gruße. Raya, Piraine zum Gruße. Verzeiht, ich bin ein wenig eingenommen von dem Anblick hier. Es erinnert mich an meine Zeit an der Akademie. Ach, wunderschön. An eure Akademie? Wir sind dabei, nun ja, wenn wir mit den Kindern nicht üben, dann widmen wir uns meist der Erforschung dämonischer Seuchen wie die Dämonenfäule oder Hörnerpusteln. Das allerdings bringen wir den Kindern noch nicht bei. Das sind anspruchsvolle Aufgaben, die ihr euch gestellt habt. Ich bin beeindruckt. Man ist natürlich mit ein bisschen Erfolg gekrönt, aber alles... warum seid ihr hier?
Wir sind aus einem relativ komplizierten Grund hier tatsächlich. Und zwar haben wir uns vorgenommen, den Leuten in den Viertel zu helfen. Das ist sehr, sehr löblich, ja. Sind wir auch. Ja, eine große Aufgabe, wie ich fürchte, doch etwas, das getan werden muss und nur darüber reden, hilft niemandem. Nun, kompliziert ist es eigentlich nicht. Wir waren kürzlich hier zu Besuch und haben die Gelegenheit gehabt, uns über diese erschreckenden Zustände überhaupt erstmal klar zu werden. Und wir sind der Meinung, wir müssen da etwas tun. Jetzt gerade zu dem Turnier, wo alle höher gestellten Leute sich vergnügen. Wir denken, es ist nur göttergefällig, wenn wir das Leid dieser Menschen etwas lindern können. Ja, das auf alle Fälle. Vor allem, weil es in meinen Augen unverschuldet ist. Ganz gewiss. Diese Leute haben ihre Heimat verloren. Genau, das ist es. Viele blicken auf sie herab, aber naja, sie kamen wie gesagt aus Tobrien, die Geschichte sollte wohl allen bekannt sein. Sie saßen dann vor der Stadt und das, was dann das ausgelöst hat, das ist hier dann mit Schutzgelderpressung, Überfällen, Sklavenhandel und so weiter, dann losging, liegt vor allem dann eben auch an den Gilden. Das darf man natürlich nicht zu laut sagen, aber da ich die Götter als Schutz habe, soll es wohl noch gestattet sein. Ja, ich denke, es gibt viele Gründe, warum dies geschieht. Ja, die Gilden haben ihn verboten. Viele Menschen, auch zu vielen auf einem Ort. Das wohl. Ja, die Gilden haben ihn einfach verboten, ihr Handwerk nachzugehen und so rutschten sie dann nach und nach ziemlich schnell in die Kriminalität ab. Das ist eigentlich eine Schande vor Ingerin. So viele, ne, gute Handwerker, die ihrem Handwerk nicht mehr legal nachgehen dürfen. Das ist es. Ja, und das ist etwas, was wir versuchen müssen, rückgängig zu machen, was wir versuchen müssen, besser zu machen. Innerhalb des Rahmens unserer Möglichkeiten, immerhin. Wir sind keine Stadtherren von Gareth. Das ist wahr, das stimmt. Und ich fürchte auch, wir können nicht ewig hier bleiben. Ein Krieg wartet auf uns. Wir wollen aber zumindest kurzfristig versuchen, das Leid der Menschen hier zu lindern. Und unsere Idee war, dass wir vielleicht eine Suppenküche einrichten könnten. Denkt ihr, dass das den Menschen hier helfen würde? Ja, da gehe ich doch von aus. Also vor allem die Ärmsten der Armen müssen selber zusehen, wie sie dann mit einigen wenigen Hellern eine gute Mahlzeit bekommen. Versteht uns nicht falsch. Auch hier gibt es natürlich dann Bandenmitglieder, die etwas mehr Geld besitzen und diejenigen, die sich der Bande nicht anschließen, die werden bedroht. Das Geschäft von denen wird boykottiert und man möge doch zu anderen Händlern gehen, dort kaufen. Ja, Not und Elend. Selbstverständlich. Wir wissen auch, dass es keine permanente Lösung ist, doch ich denke, jedes bisschen hilft und es sollte ein Anfang sein, um weitere Schritte durchzuführen, um den Leuten hier zu helfen. Wir unterstützen gerne. Wenn ihr etwas geben wollt, ob das Spenden sind in Geldform oder in Nahrungsmitteln, dann nehmen wir sie gerne an und wir werden sowas gerne organisieren. Die Kinder kommen gerne zu uns und wenn sich das rumspricht, dann kommen sicherlich auch die Erwachsenen. Habt ihr einen Vorschlag, an welcher Lokalität man das am besten machen sollte? Also hier im Tempel oder am Armenhaus? Hier im Garten, würde ich sagen. Ein eigentliches Armenhaus haben wir hier nicht. Es gibt eins innerhalb der Stadtmauern, aber da dürfen zumindest die Tobrier nicht hin. Wir dürfen natürlich ein- und ausgehen, wie wir mögen, aber damit ist ihnen nicht geholfen. Ich denke, hier am Pareine-Tempel, am Würselbach, sind wir ziemlich zentral, weil nicht nur nördliches Wallgraben, also die Rosskoppeln, sondern auch Badeweg Probleme haben. Das heißt, die Badewiger könnten dann ebenso sich dem anschließen. Als neutrales Gebiet, ich glaube nicht, dass die Götterfurcht wird dafür sorgen, dass es hier auf diesem Boden keinen Streit gibt und keine Schlägereien um das Essen. Das vermute ich doch nicht. Sehr gut, sehr schön. Und
Es gibt noch einen Punkt, der mich seit gestern beschäftigt. Haltet ihr hier auch Unterricht für die Kinder über, nun, Bohrenwein? Bohrenwein? Ja, gestern hatten wir ein Kind gesehen, das offensichtlich süchtig nach dieser tödlichen Droge ist. Nun, die ganze Rosskuppel hat ein Problem mit Rauschgift verschiedenster Natur. Das liegt einfach daran, dass, dass hier damit eben dann auch gehandelt wird. Das ist eine der Haupteinnahmequellen und ich vermute auch, dass viele der hiesigen Tobrier dann diese Sachen selber konsumieren. Und wir unterrichten wenig Drogenkunde. Dazu fehlt uns einfach die Zeit. Wir versuchen uns erst einmal darum, die nötigsten Sachen den Kindern beizubringen. Und so sehr das nach Spielerei aussieht, er deutet nochmal auf die Puppe und die Kinder, so wichtig ist es doch, dass sie wenigstens etwas Grundlegendes lernen. Selbstverständlich, ja. Das, wie gesagt, ich habe selbst eins dieser Lektionen bekommen. Sehr nützlich. Hat auch schon das ein oder andere Leben gerettet. In der Landfahrt sicherlich. Nicht nur dort, nicht nur dort. Und nun aber, wie gesagt, wir haben gesehen, ein Kind, das süchtig nach dem Wein ist. Und nun sagen wir, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gefährlich dieses Getränk sein kann, wenn man nicht es in Anwesenheit eines Bohrengeweihten einnimmt. Wenn diese Leute zu uns kommen, dann können wir sie auch gerne dabei unterstützen. Ich meine, wir sind spezialisiert auf die Heilkunde von Krankheiten. Wenn auch unser Forschungsgebiet in anderen Gebieten liegt, also der dämonischen Krankheit, aber naja, so, wenn diese Leute zu uns kommen, werden wir sie nicht wegschicken. Es ist offensichtlich, dass ihr mehr Unterstützung braucht. Vielleicht kann ich im Tempel fragen, ob sie euch Hilfe schicken. Es wäre von äußerstem Wert, wenn die Kinder auch Unterricht bekommen würden darin, nun, was die Gefahren von solchen Giftstoffen sind. Er tut das gerne. Sagt, darf ich euch das kleine Mädchen, das wir gestern getroffen haben, schicken? Selbstverständlich, wenn sie kommen, dann werden wir sie nicht wegschicken, dann werden wir versuchen, sie zu heilen. Wobei ein Entzug tödlich sein kann. Und da muss man Fällen, ja, stark aufpassen. Das ist eine Sache, die lange braucht. Gerade bei Bohrenwein. Ja, das sagte Ihre Gnaden schon. Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, von daher. Das überlasse ich den Götterdienern. Bohrenwein ist fast immer tödlich, wenn man es zu viel konsumiert. Deswegen ist eine Vorbeugung, dass nicht weitere Kinder dessen verfallen, viel wichtiger. Ihr sagt es. Nun, also gut, wir werden uns um die Organisation von Nahrungsmitteln kümmern und euch dann wieder kontaktieren, sobald wir genauere Zahlen haben. Tut das gerne. Wir werden unseren Tempel bzw. unser Gebiet euch zur Verfügung stellen, damit wir hier dann eine Küche einrichten können. Dankeschön. Dafür müsst ihr uns nicht danken. Ihr habt unseren Dank, euer Gnaden. Ich hoffe, dass wir hier einen Unterschied machen können. Das versuche ich seit vielen Jahren. Pareine mit euch. Und mit euch. Mit euch. Rafim. Ja, ich versuche mir ein Straßenkind zu organisieren, das mich zum Chortempel bringt. Ja. Wie viel gibst du? Ich gebe mal 5 Heller. 5 Heller, gut. Du wirst über das Arenaviertel gen Tempelhöhe Nadersheim gebracht aus dem Romuliser Tor und dort biegst du dann über einen kleinen Fluss ab in Richtung des Tempel des Manticores. Hier ist so eine halbe Kaserne, kannst du dann eintreten, Waffengeklirr. Du kannst dann auch mehrere blutige Wappen erkennen und siehst dann auch, wo, ja, steht so eine Vorsteherin, vor ihr dann auch so ein, ja, was ist das, ein Richtblock.
auch blutig verschmiert. Teilweise siehst du auch noch zwei, drei Pranger, an die dann Leute gestellt worden sind. Und ja, sie wird dann die Leute weiter kämpfen lassen, irgendwelche Söldner, die da dann gerade diskutieren, ein bisschen Essen an, auch gerade Frühstück, und ja, dann dreht sich die Dame zu dir um, mustert dich, tritt nochmal auf dich zu, nickt dir anerkennt zu, kann sich ein Grinsen nicht ganz verbergen. Kurz zum Gruß, Bruder, ich bin Koreaner, Koreaner von Fortes. Kurz zum Gruß, was ich führt bin euch? Rafim. Rafim, was führt euch in die großartige Stadt von Gor, in die Städte? Naja, die großartigste Stadt von Khorasgarad vielleicht nicht, aber die arbeitet bestimmt. Nein, nein, Bruder. Nur die Städte von Khor. Entschuldigt. Ja, ich brauche Söldner. Am besten so 50, einen guten Anführer, vernünftige Jungs. Nicht nur Haut raus. Müssen Befehle befolgen können, nichts Kompliziertes. Kein reiner Kriegsauftrag, aber sollten schon ganz vernünftig sein. Du bist eine Basaltfaust. Grüß dich, dass man mich hier oben noch erkennt. Und selbstverständlich, Bruder. Bist du eher Gor oder Boron oder Gal-Effert zugeteilt? Natürlich, der Herr Boron übersieht jeden unserer Schritte. Aber ohne den Herrn Gor, da geht's nicht aufs Schlachtfeld. Das wisst ihr wie ich. Man muss beide ehren am Ende des Tages. Ich kann euch sicherlich keine herausragenden Krieger und Streiter, wie es die in Al-Anfa gibt, präsentieren, aber den ein oder anderen hat Gareth sicherlich auch zu bieten. Ja, ich brauche keine erfahrenen Brüder. Ich brauche 50 Mann. Ja, es ist keine Knüppeltruppe. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich brauche schon vernünftige Männer. Sie sollen eigentlich nur eine Nahrungsausgabe in der Rostkuppel überwachen. Aber ich will da keine, die da klauen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, sie, Senor. Ehrenhafte Männer brauche ich. Und wenn man ehrenhafte Männer braucht, dann geht man zum Chortempel, wie es sich gehört. Ah, sie, Senor. Ihr wisst, was ich meine. Hm? 50 Mann, die solltet ihr kriegen. Ja, und einen vernünftigen Anführer. Ne? Ich würde nicht jedem Einzelnen auf die Schnauze hauen, wenn da irgendwas falsch läuft. Ich hau dem auf die Schnauze und der haut dann denen auf die Schnauze. Wisst ihr, wie das läuft? Ich kann ja nicht 50 Leuten auf die Schnauze hauen. Ja, ihr werdet das sicherlich schaffen. wenn ihr mögt, dann werde ich selber diese Mann anführen. Dann steht der Tempel zwar etwas leer, aber für euch eine Basaltfaust zu arbeiten, schreibe ich mir meinen Lebenslauf. Wäre eine Ehre, wenn ihr das machen würdet. Eine Ehre. Senor, dann ist das auf jeden Fall sicher. Mit den Senor, Männern Chor, ich möchte euch die Erde zuteilhaben lassen. Und damit greift sie einmal an ihr Schwert und drückt ihr ein Richtschwert in die Hand. Wenn ihr mögt, dann würdet ihr das Gottesurteil für mich durchführen. Wir haben vor einigen Tagen einen Priester, einen schädlichen Bakterier der verseuchten Erde aufgegriffen. Würdet ihr ihn für mich richten? Natürlich. Habe ich schon mal ein Richtschwert in der Hand gehabt? Vermutlich nicht, richtig? Es ist viel zu leicht. Es ist eine Einhandwaffe.